Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem ganz neuen Video mit mir für euch, ihr Lieben. Ich habe heute ein Tauschpaket und zwar habe ich mit der lieben Alina getauscht. Wir haben kein bestimmtes Thema ausgemacht, nur einen bestimmten Wert und wir schauen mal rein, was die liebe Maus sich da so für mich ausgedacht hat. Nach dem Video kannst du gerne dann bei ihr vorbeischauen. Sie hat dann nämlich meine Sachen auch ausgepackt. Guck mal rein, ja. Und wir legen los. Ich öffne das Paket. Ich bin gespannt. Ja, habe schon lange kein Tauschpaket mehr gemacht. Ich habe wirklich so viele Sachen. Ich lehne auch immer ganz, ganz viele Anfragen ab, weil wenn man so viel Kram daheim hat, dann ja, ist es immer schwierig mit dem Aufbrauchen. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen einen kleinen Stopp gemacht. Aber der lieben Alina konnte ich einfach nichts abschlagen. Oh nein, und die liebe Maus hat sich echt die Mühe gegeben, alles liebevoll noch einzupacken. Ich schiebe hier einfach nur die Produkte rein, weil ich es zeitig einfach nicht hinbekommen habe. Ein Briefchen, ein kleiner ist enthalten. Hallo liebe White Swarm Beauty, ich habe beim Rossmann und beim DM mal ordentlich zugeschlagen. Ich hoffe, die Produkte und die Gerüche gefallen dir. Eine der Tüten ist mit Dingen vom DM gefüllt und die andere mit Dingen vom Rossmann. Viel Spaß, deine Alina von Alina Lee. Alina Lee, Alina Lee. Ich weiß, dass das Geschmackssache ist, aber ich hoffe, du magst es. Das ist was zum Essen. Knusperreis, ja, mag ich sehr, sehr gerne. Prickelnd und fruchtig für Veganer geeignet. Mag ich gerne, danke schön. Werde ich bei einem gemütlichen Filmabend sowas von wegputzen. So, dann geht's weiter. Genau, wir haben nämlich ausgemacht, ein paar Sachen für einen bestimmten Wert vom Laden und ein paar Sachen, die man halt noch so daheim hat, weil da hat man immer genug, was daheim rumfliegt, was man nicht braucht oder zu viel da hat. Ah, die hat aber ganz schön zugeschlagen, die liebe Maus. Also, eine Tüte vom DM und die andere genauso vom Rossmann. Schauen wir mal. Diese Body Lotion ist seit über einem Jahr mein absoluter Must-Have. Ich hoffe, du wirst sie genauso sehr lieben wie ich. Ja, kenne ich. Neutrogena ist sehr, sehr wundervoll. Ich stehe immer eher drauf, wenn es duftet, wie zum Beispiel vom Body Shop. Deep Moisture, sofort einziehende Body Lotion für trockene Haut. Dreimal mehr Feuchtigkeit, bin ich gespannt. Die hatte ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber bin umso mehr gespannt, wie die so ist. Ja, ist eine fette Pulle mit 400 ml. Also ich werde eine Weile daran kauern müssen. Aber vielen Dank. Neutrogena ist natürlich super und werde ich in mein Backup-Schränkchen stellen. Und da man nicht genug davon haben kann, sind das Haarsachen. Genau. Ah, sehr cool. Super. Und zwar haben wir hier von Botanicals eine Haar aus dieser Botanicals Haarreihe, was ich super finde. Arnica reparierende Haarmaske. Es gibt nämlich von Arnica ja auch, glaube ich, das Shampoo und so weiter. Ich habe mir letztens auch irgendwas besorgt, weil ich ein Shampoo hatte von Botanicals. Mir hat die Haarmaske und die Haarkur noch gefehlt. Die habe ich mir jetzt besorgt. Umschließt das Haar, repariert intensiv. Da bin ich mal gespannt. Ich mag Botanicals. Ich hatte schon mal die Haarmaske in Anwendung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Sehr, sehr cool. Und dann hat sie mir noch was Kleines dazu gepackt. Das ist ein Hitzeschutz und eine Styling Lotion. Hitzeschutz, Styling Lotion, Wildrose und Boabab von Pure 97. Sieht so aus. Von der Marke habe ich tatsächlich noch gar nichts getestet. Vielen lieben Dank für feines und plattes Haar. Ja, das habe ich. Dann hat sie mir ein Deo gepackt. Ich mag diese Aluminium-Dinge eigentlich nicht, Aber ich hoffe, der Duft gefällt dir genauso sehr wie mir. Da bin ich mal gespannt. Langanhaltender, blumig, frischer Duft. Sieht so aus. Habe ich so noch nie gesehen. Habe ich auch ehrlich gesagt keinen Schirm auf diese Dinger. Es hat aber null Aluminium. Das ist super überall antitranspirant, vor allem dann im Sommer. Ne? Ich sprühe das jetzt mal an. Das erinnert mich an das La Vie Belle, oder? Doch, absolut. Ich habe das ja da. Das riecht in Ordnung. Werde ich auf jeden Fall aufbrauchen irgendwie. Aber vielen lieben Dank. Trotzdem, ich freue mich echt wahnsinnig, weil das wird, das ist immer so ein Ding, was das wird, man braucht es immer irgendwie auf. Oh, cool. Lippenpflegestift White Chocolate. Oh, super.
Ja, auf jeden Fall ist es das White Chocolate. Liebe, liebe, liebe ich den Duft. Ich liebe weiße Schokolade. Da habe ich auch immer noch das Shampoo von stehen. Und ich glaube, es gibt ja mittlerweile das Duschgel davon. Und sie hat mir noch dazu geschrieben, ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Lippenpflegestifte gehen immer. Habe ich auch eine große Backup-Sammlung da. Aber ich benutze einfach am liebsten das Be Natural. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich das aufmache oder es weiterzieht. Aber trotzdem vielen lieben Dank. Ich werde wahrscheinlich nicht dran vorbei gehen können, es nicht aufzumachen. Ja, vielen Dank. Und auch ein absoluter Must-Have von mir schon seit Jahren hat sie mir das hier beigepackt. Ich sehe, du hast mir sehr viele Favoriten von dir eingepackt. Rasiergel geht immer. Vielen lieben Dank. Das sieht so aus. Werde ich auf jeden Fall aufbrauchen. Zurzeit habe ich einen Duschschaum von Sebamed in Anwendung. Weil mir das als Duschschaum, das riecht ganz komisch und deswegen benutze ich das als Rasierschaum. Und sowas braucht man immer, vor allem jetzt dann im Sommer, Frühling, wenn man sich dann öfters rasiert als sonst, weil man mehr Bein zeigt und so weiter. Ist das eine coole Sache, vielen Dank. Und dann hat sie mir, die habe ich auch noch nie ausprobiert und ich habe tatsächlich noch nie was von diesen von Balea Schönheitsgeheimnisse ausprobiert. Haarmasken gehen immer, da hast du absolut recht und da hast du mir zwei eingepackt und zwar Feuchtigkeitshaarmaske mit Kokoswasser und die mit Hafermilch. Und ich habe echt die Reihe noch nicht ausprobiert. Ich liebe die wahre Schätze-Reihe, aber die habe ich noch nichts davon gehabt. Gibt es ja auch mittlerweile Duschgele von diesen Schönheitsgeheimnissen. Mir haben mir die Gerüche immer nie zugesagt. Immer wenn ich so dran gerochen habe, das kann einfach nicht mithalten mit wahre Schätze. Vielen Dank, geht auf jeden Fall immer, freue ich mich. Das Deo entfaltet sich jetzt hier voll im Zimmer und das riecht echt ein bisschen wie das Lavierbell, muss ich sagen. Es gibt auf jeden Fall irgendein Deo, was der Dupe ist zum Lavierbell Parfüm. Das habe ich auch da. Und es ist das Deo, ich weiß es gar nicht. Ja, es riecht auf jeden Fall echt gut. So, jetzt kommen wir zum zweiten Beutel und da hat sie mir super viele Sachen noch eingepackt und zwar auch mein ganzer Beutel vom Rossmann. Das hört hier gar nicht auf. Ist richtig zugeschlagen. Ich glaube, du hast deutlich über den Wert drüber getreten. Oha, wo wir schon bei den Warnschätzen waren, das ist ja verrückt. Für extraseitig weiches Haar, für extraseitig weiches und geschmeidiges Haar hast du mir beide hier eingepackt und ich liebe die sanfte Haarfarbe. Also ich mag eigentlich fast alle von der Warnschätzerei. Da gibt es ja auch eine neue mit Ingwer. Boah, hier kann man sich so, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es geil riecht, also in den Haaren so. Weiß nicht, Ingwer-Tee zu Not, wenn man krank ist, mit ganz viel Honig. Aber Ingwer ist gar nicht meins. Gibt es ja, das Neue ist ja mit Ingwer. Aber ich mag fast alle wahre Schätze Sachen. Oh, das riecht so, so gut. Und da habe ich voll oft schon auch die Haarmaske drin gekauft. Und die ist auch hier mit dabei. Super. Ich habe wieder Nachschub. Ich war letztens in der Drogerie gestanden vom Shampoo-Regal. Dachte mir, nimmst du wieder mal ein wahre Schätze mit, weil das habe ich nicht im Backup. Und ja, da ist es, hat sich hier übrig. Die extra Portion Pflege. Eine extra Portion Pflege. Wie du immer eine süße Nachricht draufgeschrieben hast, voll die Mühe gegeben. Oh Mann, ich habe überhaupt keine Zeit dafür gefunden, aber ich hoffe, du freust dich trotzdem. Bin gespannt auf dein Video. Auf jeden Fall freue ich mich darüber wahnsinnig. Dankeschön. Dann, ich finde diesen Duft so schön, cool. Dove mag ich sehr, sehr gerne. Das sieht also aus. Und zwar ist es strahlendes Ritual Pflegedusche mit Reiswasser und Lotusblütenduft. Okay. Hat ein bisschen was von Rituals, von Sakura, glaube ich, ne? Mit dieser Kirschblüten. Riecht gut. Riecht gut, ja. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, das auszuprobieren. Ich mag Dove echt gerne. Ich finde, die pflegen immer voll gut, die Duschgele. Und wieder ein Duschgel im Backup. Dankeschön. Dann sind hier noch zwei Produkte drin, eine Tüte. Nochmal etwas gegen trockenes Haar. Die habe ich, glaube ich, noch nie ausprobiert. Und zwar sind es diese kleinen Dinger da von Swissopar. Eine Portion 25 ml, die sollen super sein. Da bin ich echt gespannt. Das Problem ist immer, die irgendwie aufzumachen. Man muss da erst Schere und so suchen. Oder man macht es in die nassen Haare und lässt es vielleicht mal über Nacht einwirken. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Das probiere ich mal aus. Auf jeden Fall, dieses Ding habe ich, glaube ich, echt noch nie ausprobiert. Kann ich mich zumindest nicht erinnern, mal so ein Plastikteil aufgemacht zu haben. Aber die Teile laufen auch für gut. Wir verkaufen die ja auch bei uns im Laden. Werde ich ausprobieren. Vielen Dank. Und das letzte Produkt aus der Tüte, Handcreme und Maske.
Ah, meine Hände haben es zurzeit richtig krass abbekommen. Also ich habe es ja jeden Winter, dass die extrem trocken sind. Manchmal tun sie so richtig aufplatzen, weil sie so trocken sind und bluten dann. Ich muss sie ständig eincremen. Falls deine Hände mal etwas Pflege brauchen, für sehr trockene Haut, mit Mandelöl und Shea Butter von Isana. Sehr cool, Handcreme geht immer. So, das war die Tüte vom Rossmann und jetzt kommen noch die Sachen, die sie mir von daheim aus eingepackt hat. Da bin ich gespannt, was du da Schönes daheim hattest. Ihr habt auch sicher gerade gemerkt, das war jetzt extrem pflegelastig. Das haben wir auch so ausgemacht, weil die liebe Maus tut sich nicht viel schminken. Deswegen habe ich mit ihr jetzt eben so ausgemacht, dass wir uns eher so ein Pflegepaket machen, wo dann einfach Pflegeprodukte dabei sind. Finde ich auch in Ordnung. Und hier hat sie mir eingepackt von daheim Dark Olymp Parfüm 33 Milliliter. Sieht so aus, habe ich noch nie gesehen. Bei Parfüm bin ich immer sehr zimperlich. So, mal gucken. Oha. Das riecht interessant. Man kennt ja so diesen typischen Drogerieduft, ne? Es riecht dann halt immer günstig. Und das ist halt so ein Drogerieduft für den Alltag sozusagen, ne? Also du riechst, dass es kein schweres, teures Parfüm ist. Aber es riecht interessant. Es riecht richtig fruchtig. Aber ein bisschen nämlich in die Jasminrichtung. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann Düfte überhaupt nicht beschreiben. Aber es gefällt mir tatsächlich. Also das werde ich mir für den Alltag tatsächlich aufsprühen. Das wäre so ein Duft, ja. Vielen Dank. Bei Düften bin ich echt pingelig. Also ich glaube, das ist aber jeder. Wenn der Duft einfach nicht taugt, dann ja, du tust dich ja immer mit Düften so ein bisschen identifizieren. Das ist ja so quasi dein Statement, was du nach außen hin setzt, der Duft. Und ja, wenn du dich dann mit dem Duft nicht wohlfühlst, ja, ist immer schwierig, aber probiere ich auf jeden Fall aus. Genau, da hat sie mir nämlich noch draufgeschrieben, weil das Parfüm ist rausgefallen. Hier sind die Sachen von zu Hause. Ich habe ein paar mehr Sachen reingepackt, weil einige Sachen so klein sind. Was süß. Oha. Auf geht's. Ich kippe mal alles raus. Dankeschön. Liebe ich. Schmeckt mega geil. Wenn ihr das noch nicht kennt, probiert mal. Duplo Chocnut. Yep. Dann ist hier nochmal von Ariana Grande. Ja, kenne ich. Habe ich schon da gehabt. Ich glaube, das ist. Ist es das eine? Das muss ich jetzt aufmachen. Das ist immer so blöd, wenn die nicht zum Sprühen sind. Aber das kann ich, glaube ich, in meine Sprühflasche abfüllen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gehabt. Das riecht mega. Das ist echt cool. Es ist zwar jetzt nicht in so einem Duft, den ich mir kaufen würde, aber mag ich echt gerne. Dankeschön. Ein kleiner Duschpuschel. Voll süß. Und vor allem perfekt für unterwegs, weil ich nehme immer auch voll oft meinen Großen mit, wenn wir irgendwie im Hotel sind oder so. Und die trocknen halt auch schneller. Und ja, sind auch perfekt für unterwegs, nehmen nicht viel Platz weg und saugen nicht alles ein und so. Deswegen werde ich mir auf jeden Fall auf Seite legen. Und dann hast du mir noch reingelegt von Catrice Ombre Two Tone 060 Bloody Vampire Kiss. Sieht so aus, habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Den hast du geswatcht, das sieht man ja. Sieht so aus, hat mir geschrieben, dass sie was geswatcht hat. Aber das will ich mal ausprobieren. Okay, du hast da quasi so eine, wenn du den so aufträgst, einen dunkleren Rand. Oh, das riecht voll gut. Einen dunkleren Rand und dann geht es halt heller nach innen. Das finde ich mega cool. Sehr schön. Ja, rote Lippenstifte liebe ich, wenn man vor allem so einen, ja, so einen Nudie-Look zum Beispiel hat, so wie ich den heute habe. Oh, die Augen nicht stark betont sind, da kann man ruhig auch die Lippen betonen, finde ich mega. Dankeschön, werde ich auf jeden Fall ausprobieren und kommt zu meinen 20.000 anderen roten Lippenstiften. Das geht immer, liebe ich. Dankeschön. Bleibt auf jeden Fall da. Und ja, eine Mascara. 4D Silk Fiber Lash Mascara. Die kommt mir bekannt vor. Kenne ich gar nicht. Ich bin immer auf der Suche nach der ultimativen Mascara. Und okay. Die sieht ja mega krass aus. Sieht so aus. Sind zwei Sachen drin. Pumpkin Vertical Mascara.
sind doch ganz verschiedene Produkte. Also hier ist auf jeden Fall die Pumpkin Vertical Mascara von der Firma Hannah Yeh. Kann man das erkennen? Hier Hannah Yeh, so sieht sie aus. Und das ist die Firma. Okay, du hast wahrscheinlich nur die Verpackung benutzt, oder? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Und ist es jetzt zweimal die gleiche? Einmal quasi eine Reisegröße, 7 Gramm und einmal 2 Gramm, okay. Oh weia, das ist so typisch chinesische Ware. Da ist sogar ein Schreibfehler auf dem Produkt drauf. Dark Bulk Tone. Nicht Black, aber Bulk. Ich traue mich tatsächlich... Boah. Nee. Ich traue mich da nicht ran. Das riecht wie Kleber. Da traue ich mich nicht ran, liebe Maus. Außer du sagst mir, du hast sie schon mal ausprobiert und kennst es oder vielleicht kennt das jemand von euch. Also, ja, so chinesische Schminke, da ist immer schwierig. Bin ich nicht so der Fan von. Aber nichts für ungut, nicht so schlimm. Ich lasse mir was einfallen. So, Maus, das war's. Vielen lieben Dank für das wunderschöne Paket. Das hat jetzt gerade echt Spaß gemacht. Das macht vor allem jetzt Freude. Ja, das ist so ein bisschen Abschalten, ne, von dem ganzen Alltag und was drumherum, was mit uns gerade geschieht. Und das ist echt schön. Das lenkt so ein bisschen ab und ich konnte jetzt ein bisschen in deine Lieblingsprodukte eintauchen und habe hier was zum Naschen, so für die Nerven was. Und das hat echt Spaß gemacht und immer wieder gerne beim nächsten Mal. Und ich hoffe, dein Paket ist auch so gut bei dir angekommen. Bin ich echt gespannt auf dein Video. Und ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen, Vorbeischauen und so weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, darfst du es hier gerne tun. Hier ist übrigens nochmal der Kanal von der lieben Alina. Da darfst du gerne vorbeischauen. Und hier verlinke ich dir mal die letzten 2 Tauschpakete, was ich jemals mal so gemacht habe. Genau, das machen wir doch mal. Schau da gerne vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.